Herzlich willkommen, ihr Lieben, Basteln für die Seele. Hier findet ihr Ausflüge mit meinen Hunden, morgens zum Sonnenaufgang, vieles gebastelte Ideen. Ich probiere gerne aus und recycle gerne. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Guten Morgen, besser schon fast guten Mittag, ihr Lieben. Ich bin wieder sehr spät draußen, aber ist nicht schlimm. Die Sonne ist schön da, es ist ein schöner Tag, aber super, super windig wieder. Und heute kann ich euch ganz viele, hallo, ihr Lieben, heute kann ich euch ganz viel blauen Himmel, aber auch ganz viele tolle Wolken zeigen. Das hat Spaß gemacht heute. Und natürlich, den Hunden ist es eigentlich auch lieber, wenn es ein bisschen freundlicher ist, aber der Wind war heute sehr, sehr stark. Ja, das Laub in der Sonne ist einfach immer wunderbar, ne? Das ist leuchtet und ja, guckt mal, der Acker, der steht so richtig im Wasser und es wird immer mehr, weil es regnet auch immer wieder. Wir gucken mal gerade so ein bisschen ins Land, ob alles ruhig ist rundherum und gehen dann hinter den kleinen Weg an den Äckern entlang. Ja, da ist wirklich viel mit Wolken und die Sonne ist da. Herrlich, herrlich, richtiger schöner Herbsttag. Und ich habe extra eine ganz tolle Musik drunter gelegt. Eine kleine, flotte Musik. Hoffentlich gefällt sie euch. Guckt mal die Wolken. Die zogen in einem Affentempo teilweise darüber her. Der Wind, der jagte sie vor sich her. War sehr interessant zu beobachten. Ja, sie warten. Ich bin wieder am Filmen. Dann muss Tara warten. Das ist ja ein liebes Mädchen. Guck mal, das Herbstlaub überall, nicht? Und da ist dieser alte kleine Kotten. Da sind noch die Kühe auf der Weide. Und die Bäume dahinter sind schon teilweise kahl. Oder haben buntes Laub. Auch da buntes Laub überall. Nicht so doll, weil das sind alles Eichen, die da stehen fast. Aber man sieht schon, so herbstlich ist es halt schon, ne? Man sieht schon. Guck mal, die Sonne krabbelt hinter ganz schwatte Wolken. So, jetzt können wir sie gerade... Runter kam ein dicker Berg. Ja, das sind die kleinen Mohikaner, die letzten Mohikaner. Die blühen unermüdlich noch, diese kleinen da. Hellblauer Himmel und ein Stück weiter so richtig mittelblau leuchtender Himmel. Und immer wieder viele, viele, viele Wolken. Also wenn ihr den Wind gehört hättet, der hat so... Also das war wirklich ein kleines einzelnes am Ackersrand. Ja, windgebeutelt, kann man sagen. Und einen Silberreiher habe ich noch entdeckt. Aber das war eigentlich alles. Der stand da auch so ein bisschen verloren in der Gegend rum. Ja, ein bisschen Klee habe ich noch gesehen. Ein paar kleine Sachen in der Wiese, wenn man genau hinschaut. Ganz kleine Pilze in der Wiese, auch schön. Seht ihr, da ist noch einiges, was man sehen kann, wenn man sich die Zeit dafür nimmt. Gänseblümchen, ganz, ganz selten nur noch. Und diese gelben auch nochmal. Ich weiß immer nie, wie die alle heißen, aber ihr wisst Bescheid, gell? Und die auch noch, die wedelten und die winkten nur noch im Winde zu. Ich gehe bei mir, die Ohren, die schlackern richtig vom Wind. Ja, nochmal wunderbares Herbstlaub, wunderbare Farben. Ich liebe das sehr. Und dann habe ich ganz weit entfernt entdeckt, doch noch Rehe. Die saßen da in aller Ruhe. Was sollen sie auch machen? Die Äcker sind leer, Deckung ist weg. Ja, es ist halt, und das Wetter ist schäbig. Die Bären, die leuchteten so richtig in der Sonne. So, Tara, ja, seht, sie geht noch mit, aber so ganz weite Touren brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Da ist der Wagen. Ab nach Haus. Hallo, da sind wir wieder am Basteltisch, ihr Lieben. Ihr seht schon an diesem alten, gammeligen Kasten, das ist ein uraltes Teil. Ich hatte da ja insgesamt jetzt 3 Stück von. Das ist das, was ich aus 3 überbehalten habe. Wo habe ich es jetzt hingelegt? Sagt mal. Ach, ich hab's da drunter. Alles klar. Ja, Sicherheitsnadeln, Dreieckstücher, noch aus Stoff. In den heutigen sind ja immer so eigentümliche, warte mal, ich habe einen ausgepackt. Das sind so Auflagen für Wunden, die sind alle abgelaufen gewesen. Jede Menge Verbände, die man vielleicht verwendet. Und das sind diese Dinger, diese Dreieckstücher aus Stoff. Moment. Ja, guckt euch das mal an, das ist doch richtig klasse, oder? Hallo, das kann man doch verbasteln, das Zeug. Das ist ja wunderbarer Baumwollstoff. Ja, ich find's jetzt richtig genial. Also mal entweder, ich habe jetzt mehrere davon, entweder bestempeln, was sich sehr gut anbieten würde, da das ein ganz feiner Stoff ist. Ich glaube, das findet ihr in den modernen heute nicht mehr. Die haben so komische, so
für komisches Plastikzeug da drin. Das ist richtig schöner, feiner Stoff. Und da habe ich sogar noch ganz viele von. Also wer sowas noch hat, nur gut, die kann man noch verwenden. Da sind elastische Binden dabei, eine Webkante dabei. Ich habe keine Ahnung, was da alles drin ist. Und so, das tue ich wieder weg. Ich wollte euch das nur zeigen. Das ist der Rest von dreien, der übergeblieben ist. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, was mache ich denn hier mit einer Dausch? Das ist so schön. Das kann man wunderbar bestempeln, dieses Zeugs. Guckt euch das mal an. Sind verschiedene Auflagen, sehe ich gerade schon wieder. Eieieiei. Müssen wir eben gucken. Also das sind welche, die sind so hochglänzend, so glänzige. Das ist das, was ich jetzt hier habe. Sind verschiedene Jahrgänge. Glänzig. Warte. Glänzig. Und dann habe ich dieses Zeug. Das ist etwas dicker. Oder sind das zwei? Sind zwei. Ist ein bisschen anderes. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt beschreibe. Die Oberfläche ist so ein bisschen ribbelig und hier ist sie glatt und so ein ganz klein bisschen ribbelig und da ist sie glatt und ribbelig. Ribbelig und glatt, glatt und ribbelig. Aber egal. Wir werden jetzt das Zeugs bestempeln, ja? Also, wir werden das ganze Zeugs jetzt bestempeln. Da gibt es gar kein Vertun, gell? Habe ich hier noch Paperchen? Ja. Ich habe noch Paperchen. Okay. Geht wunderbar. Ich habe es gestern gemacht. Es geht wunderbar. Kein Thema. Es geht ganz wunderherrlich. Habe ich denn jetzt so eine kleine Stamps irgendwo hier? Hier habe ich. Da können wir die mal rauskriegen. Und warte ich mal kurz. Ich habe jetzt keine Lust, 100 Sachen rauszupacken noch. Die machen wir nicht. Wir gucken gerade, was in diesem... Warum ist jetzt hier wieder kein Plastik? Hier ist wieder keiner... Ja, das ist da fehlen die... Ah ja, bei beiden fehlt das Plastikzeug. Ich weiß schon. Ich weiß, das hat sich aufgeklebt. Das sind so Hintergründe. Was ist das unterste denn hier? Ach, das ist dieser schäbige. Ja. Nee, den hier ist ganz scheiße. Der ist ganz mistig. Dann haben wir das hier mit diesem Bild, Strand und hier ist einer über. Wenn ich wüsste, können wir die hier vielleicht so beide so da drauf pappen. Dann hätten wir die auch in irgendeiner Form untergebracht. So vielleicht. Na, das war festgeklebt, das hat aber sich nicht bewährt. Und das sind meine Bienenstempels. So Bienenstempels habe ich auch. Und... Ah, da ist sie, die Feder, die suchte ich. Guck mal, die Feder suchte ich. Die Feder, die kleine Feder, die suchte ich. Wartet mal. Fangen wir mit dieser Feder mal. Ich habe wenig Platz jetzt mittlerweile. Plastik ist hier. Ach, da brauche ich keins, das ist so stabil. Gut, dann suchen wir mal eben ein Stempelkissen raus. Nocturne und dieses haben, wir kommen immer auf die gleichen Sachen zurück. Wollen wir mal mit Wörter fein draufstempeln? Ja, können wir machen, ne? Ja. Wartet mal. Bin ich jetzt selber mal... Also wir brauchen natürlich nur eins. Marielchen. Ich habe auf welcher Seite habe ich? Auf der ganz glatten habe ich nicht gestempelt, oder? Nee, ich habe auf der weniger glatten gestempelt. Okay. Passt natürlich nicht da richtig drauf, ne? Da fehlt uns dann was. So rum. Oh, mal festdrücken. Ja, die Hand tut noch ziemlich weh. Ich habe alles mögliche. Ich habe Tigerbalsam, ich habe es kalt, ich habe es warm, ich habe mit allem. Es sieht echt toll aus, oder? Es sieht echt toll aus. Ich hatte hier so Papier, wo ich immer alle Stempel drauf abgedrückt hatte. Genau. Andersherum, bitteschön. Jetzt habe ich es doch wieder weggebracht. Was sag mal ganz. Also manchmal denke ich wirklich, man hat mir irgendwas mit dem Kaffee eingegeben. Nee, Kaffee kann ja nicht drin, wenn er nicht. Oder ins Gehirn geschissen auf gut Deutsch. Jetzt ist der scheiß Dings wieder runtergefallen. Ist ja klar, wenn man schon sowieso sich kaum bewegen kann und Schmerzen hat, ist schon logisch, dass der ganze Shit runterfällt. Ist schon logisch. Ja. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Ich weiß Bescheid. Problem ist,
dass es mir hier jetzt auch anfängt, wirklich weh zu tun. Ja, weiß nicht, wie lange das mit dem Basteln hier noch gut geht. Weil man braucht ja doch ohne Unterlass die Finger und die Hände. Ne? Ja, also ich finde das sehr schön. Ne? Also jetzt ganz ehrlich. Oh, auf die Finger drauf. Ja, es ist natürlich jetzt, die Kälte ist nicht gerade sehr förderlich im Moment. Ich muss es ehrlich zugeben, je älter ich werde, ich bin so ungeschickt, auch wenn mir alles weh tut und dann ist es so eng und bababab. Es ist furchtbar. Jetzt habe ich genau, dumm wie ich bin, jetzt machen wir das mal anders. Warte mal, passen die besser drauf? Wir versuchen es. Ihr glaubt es nicht, ja? Ihr glaubt es nicht, ist mir aus der Hand gerutscht. Ich hatte sie in der Hand, es rutscht so da durch. Kann es nicht halten. Oh, ist das aua. Ich kann gar nicht so schnell jauen, wie es alles wehtut. Oh, es macht keinen Spaß mehr. Ganz ehrlich, es wird nicht besser, es wird schlimmer. Ich wollte jetzt eigentlich, aber ich möchte, das ist jetzt doof. Weißt du, warum das doof ist? Weil es einfach nur doof ist. Ich brauche einen Stempel, der eigentlich hier ein bisschen mehr. Wir nehmen den jetzt einfach mal, komm. Wir nehmen den jetzt mal. Wir versuchen das mal gerade. Wir versuchen das mal gerade. Also nur die richtige Seite erwischen. Das ist jetzt hier die ganz glatte Seite. Den habe ich, glaube ich, noch nie benutzt. Irgendwann vielleicht mal ein Bienenalbum machen, aber ich glaube nicht. In absehbarer Zeit. Ich habe einfach nicht genug Material dafür. Das ist das Problem. Deswegen stackert das immer schon seit Jahrhunderten, das Projekt. Es sind zu viele Projekte. Ja, jetzt fragte mich jemand, ich habe von Hechelmann Buch gesprochen. So oft, jahrzehntelang. Ja, das geht. Ja. Das Problem ist, ich möchte meine eigenen gesammelten Bücher dafür nicht verarbeiten. Das kann man hoffentlich verstehen, denn die Hechelmann-Bücher sind mir sehr viel wert, bedeuten mir viel, weil wir mochten beide sehr gerne Hechelmann leiden. Und zweitens, sie sind relativ teuer. Und ja, ich halte die Augen ständig auf, ob ich irgendwo was kaufen kann für ein paar Euro, was ich zerlegen kann dann. Ich habe mehrere Bücher, aber es ist lange nicht genug, wirklich nicht genug, um da irgendwas mit anstellen zu können. Guck, da habe ich nicht genug gedrückt. Mist. Das ist dumm. Dumm, dumme Frau. So, den mache ich auch wieder sauber. Ich möchte das ganz gerne jetzt hier. Da, ich sehe es. Ich hab's. So, und aber die Idee, ihr müsst mal gucken, ob ihr nicht noch, ach nee, der ist nicht schön, ob ihr nicht noch irgendwo so ganz alte Dinge habt, die ihr da vielleicht benutzen könnt. Na, wäre doch eine Überlegung wert. Ja, ich bin so ungeschickt. Es wird immer schlimmer. Das liegt aber daran, weil man einfach mit den Händen immer diese Probleme hat. Ne? Es ist einfach so, man kann es halt nicht anders sagen. Ja, da musste ich dieses Papier drauf machen, weil da ist Selbstklebeband. Ich hatte ja mal so ein anderes System. Und dann habe ich das ja anders gemacht. Und auch so die Stempelkissen so halten, ist schon eine Katastrophe, weil es tut wirklich scheiß weh. Ganz ehrlich, es macht gar nicht mehr so viel Freude im Moment. Ja, das können wir so lassen. So, vorsichtig. Dann machen wir den auch wieder sauber, so gut wir es können. Okay. Ich habe noch einen. Ich mache das eben fertig, dann habe ich dieses Ganze, da kann ich jetzt nicht für ein, zwei die aufheben, das funktioniert sowieso nicht bei mir. Dann finde ich nie wieder und dann kann ich lieber jetzt komplett bestempeln und gucken, was wir damit machen auf die Dauer. Ich habe so eine Idee, aber ich weiß noch nicht genau, ob das funktioniert. Ist ein bisschen schräg oder sieht das nur so aus, weil das Papier schräg drauf ist, kann auch sein. Hm.
Okay, es soll nur als Hintergrund dienen. Das ist, ist nicht so ganz gestochen klar. Naja, gut, das kann man jetzt auch nicht erwarten eigentlich. Ne? Das ist logisch. So, die lege ich mir jetzt mal kurz weg. Die werden wir jetzt nicht benutzen. Wo lege ich die jetzt wieder hin? Jetzt mache ich mir kurz die Finger sauber. Moment. Stempelkissen einmal zugemacht. So, diese habe ich benutzt, die lege ich kurz zur Seite. Ach nee, ich hatte noch so ein Zeugs. Ja, jetzt ist aber gut. Jetzt mache ich aber nicht noch mehr. Okay, ich lege sie zur Seite. Wohin, weiß ich nicht. Ich lege sie weg, aber ich weiß nicht, wohin. Alles weg jetzt. Alles weg. Erstmal alles weg. So, dann holen wir uns die schöne große Schere raus. Die Zickzack-Schere. Aha, ja, das habe ich mir so gedacht. Das geht, das geht, das geht. Nicht so ganz prickelnd, aber okay, es geht. Ah, mal versuchen, ein bisschen ordentlich zu machen. Einmal. Hier müssen wir einen Ticken höher. Ah, der ist wirklich... Lässt sich nicht so gut schneiden, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ja, hier gehe ich auch noch mal unten entlang. Upsili. Lässt sich schwer schneiden. Ganz ehrlich. Ich lasse das so. Das ist so anstrengend für meine Hand gerade. So, und da mache ich zwei kleine raus. Die kann ich... Die Schere ist auch tödlich, ganz ehrlich. Die ist tödlich für Leute, die mit den Händen was haben. Das alles ein Theater. So, ich weiß noch nicht genau. Wir legen sie uns schon mal so dahin. Dann zeige ich euch, was ich... Das sind zwei Einzelstücke, die ich noch gefunden habe. Vollkommen aus dem Zusammenhang rausgelegt. Das ist ein Eulenbuch gewesen. Das habe ich mal... Ich habe ein Eulenalbum gemacht. Ich weiß nicht, ob sich vielleicht noch der eine oder andere erinnert. Und das ist von Theodor Storm, Käuzlein. Da sitzt der Kauz im Ulmenbaum und heult und eult im Ulmenbaum. Die Welt hat für uns beide Raum. Was heult der Kauz im Ulmenbaum? Vom Sterben und vom Sterben. Und überm Weg die Nachtigall, gegenüber pfeift die Nachtigall. O weh, die Lieb ist gegangen all. Was pfeift so süß die Nachtigall von Liebe und von Liebe? Zur rechten hell ein Liebeslied, zur linken grell ein Sterbelied. Ach, bleibt denn nichts, wenn Liebe schied? Denn nichts als nur ein Sterbelied? Kaum wegbreit noch hinüber. Ja, der hat auch ein bisschen rumgeschwurmelt. Konnte der auch. Wir werden die ein bisschen einfärben, habe ich mir gerade so überlegt. So in der Sekunde. Warte mal. Mal eben ganz kurz aufräumen hier. Das ist ein bisschen durcheinander geraten. Wir brauchen zum Beispiel hier so ein Tea-Dyed. Und färben uns das einfach mal so ganz klein bisschen am Rand ein. Da ist jetzt der Stielbruch. Das ist mir beim Aufräumen. Ich habe gestern eine Ecke entmüllt, wo diese Erste-Hilfe-Kästen unter anderem auch waren. Und da sind diese einzelnen übergebliebenen mir in die Hände gefallen, diese beiden. Ja, dann kleben wir die ein, habe ich gedacht. Dann ist das so. Dann ist das der Wink des Schicksals. Ja, das muss keinen Zusammenhang haben. Das habe ich euch schon mal gesagt. Das kann ruhig mal verschiedene Sachen beinhalten, so ein Buch. Also für meine Begriffe kein Thema. Old Paper habe ich jetzt noch und dieses habe ich noch. Wollen wir mal gucken, ob wir damit so ein bisschen hier ganz klein bisschen abdämpfen können wir damit. Wunderbar. Und dann müssen wir hier aufpassen, dass wir da nur in diesen Bereich reingehen. Genau. Der Mond darf nicht und das darf nicht. Okay. Schon ganz niedlich. Wir werden noch andere Bilder finden, denke ich mir. Ich bin sowieso immer noch am Gucken und am Gucken. Ich will mal eben kurz zeigen, wie es jetzt aussieht bis jetzt. Habt ihr es drin? Ja, ne? Oh, meine schöne neue Tasse hier. Hm.
habe ich Spaß dran. Hände sind doch hoffentlich sauber, weil das sind ja weiße Seiten und die sollen ja auch... Also ich finde es so schön. Ich überlege, ob ich noch so einen ganz Hauch drüber mache oder ob ich es lasse. Aber das... Das eilt noch nicht. So, hier. Ne, habe ich so bestempelt. Finde ich sehr, sehr schön. Passt wunderbar. So, da ist diese halbe Seite. So, und da ist das andere. Das habe ich so reingetan. Und da können wir noch mehr reintun. Da müssen wir gleich mal gucken. So, dann ist diese Geschichte hier gegen gleich genauso. Ich klebe definitiv jetzt diese beiden Bilder ein. Und zwar vielleicht... Einen Moment, vielleicht in die Mitte. Da ist nämlich nicht sehr viel. Da tut sich nichts. Still ruht der See. Auf diese Seite zum Beispiel. Oder oben. Ja, das kleben wir direkt ein. Was weg ist, ist weg. Ja, ich finde das schön, wenn da auch so Sachen drin sind, wo man dann überlegt, hui, was soll das jetzt bedeuten? Das jetzt einfach nur so, ja, ist einfach nur so, einfach weil es da ist. Und ich finde es nicht so schlimm. Ich finde es ganz schön. Kommt in jedes eins unterschiedlich, aber ja, das war schön. Ich weiß nicht, ich muss mal gucken. Ich bin mir selber gar nicht mehr sicher. Ich habe ein ganz tolles Buch mit Eulen gemacht. Ich muss mir das selber noch mal anschauen. Also es gefällt mir sehr gut, da in der Mitte da was anderes zu haben. Moment. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Hier ist die Mitte. Ja. Ja, es ist mühselig, wenn man halt Schmerzen hat, ne? Aber das wisst ihr ja auch zum Teil. Ich weiß, man will nicht rummeckern. Tabletten helfen nicht, Schmerzmittel helfen nicht, es hilft nichts. Braucht mir jetzt nicht wieder erzählt werden. Dann kriege ich immer so Ratschläge, ich soll mir dieses Öl kaufen und jenes Öl kaufen, was relativ teuer ist. Habe ich natürlich auch gemacht, weil man versucht ja gerne auch was Neues. Also Schmerzen nimmt es nicht. Nein, also das kann ich direkt mal einmal so sagen, wie es ist. So, wir haben jetzt diese schönen Dinge, die wollen mit rein. Die kommen mit rein. Die wollen und kommen mit rein. In jedes eins. Ja, in jedes eins. Sind zwar unterschiedlich, aber das macht nichts. Jetzt suchen wir erstmal eine Seite, so, wo gar nichts ist. Ne? Wo weder dies, also das müssen wir ein bisschen tiefer einschieben, dann klappt das schon. So, hier ist ein Bild, hier ist auch was, hier ist auch was. Bum, 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 bum. Notfalls müssen wir es hier dran machen. Aber alle anderen Seiten haben nämlich alles Mögliche. Seht ihr das? Da tut sich schon eine Menge jetzt. Ja, das ist der Rest vom Schützenfest. Hier, das ist der Rest. Ja, vielleicht nehmen wir es mit in die Mitte, dass das einfach mal was anderes gibt. Können wir auch machen. Die Mitte wäre hier. Dass wir das einfach so irgendwie aufbringen und was dazu. Aber was dazu? Was? Wir haben hier noch so kleine Rosen. Und ich habe hier noch so kleine Blumen, die habe ich extra mal... Ja, was mache ich denn mit diesen Teilen hier? Was mag wieder all mit? Ja, genau, wir könnten in der Mitte so eine ganz kleine Art, so eine Collage reinmachen. So eine Art Collage. Guck mal. So, so irgendwie so da drunter fummeln. So. Ja, das ist jetzt wieder schwierig. Ich hole mal ganz kurz einen kleinen Stanzer raus, ob wir da irgendwie ein bisschen mehr mit erreichen. Wenn ich das jetzt ausreiße, sieht es auch nicht schön aus. Kleiner Stanzer ist er schon. Und dann habe ich hier noch so Sachen gefunden. Wartet mal, die nehme ich jetzt gleich mit rüber, dann brauche ich nicht nochmal Obstdorn. So. Ja, schon Mittagszeit. Ich habe Hunger. Ich weiß nicht, was ich für mich kochen soll. Gestern hatte ich mir einen schönen Salat gemacht mit Bohnen. Also, richtig. Hier, guck mal, da ist noch alles verpackt. Ich habe noch jede Menge verpacktes Zeug hier gefunden. Andere Themen auch noch hier. Die vielen schönen kleinen vom Garten und so. Blumen, Hasen. Guck mal, wie schön ist das denn hier. Sind die nicht toll? Die sind fantastisch, ne? Das ist mein Schatz. Da kann ich jetzt nicht dran gehen. Nein, das geht nicht. Kann ich nicht aushalten. Kann ich immer alles in die Bücher reinkleben. Muss auch was behalten.
dann habe ich diese Swiels noch. Die liebe ich also nicht. Leider habe ich da sogar zwei Packungen von. Ich weiß, nee, ist wieder was anderes mit Engeln. Aber auch Swiels dabei. Wenn ich mich nicht sehr vertue, sind diese von Tim Holtz, gell? Ja. Sind natürlich sehr, sehr schön, die Sachen, die er immer so hat, diese Geschichten. Ich habe gedacht, wir gucken mal, ob wir hier so ein paar... halt, mein Freund. Die Karten mag ich so gerne. Da hätte ich gerne mehr von, aber ich habe nur diese, die ich habe. Mehr habe ich nicht. Okay, wir gucken mal mit den Karten, ob wir da irgendwie ein oder zwei finden. Ja. Die Vögelchen mit. Blumen eher, ne? So Blumen hier, das wäre schön. Das nicht, das ist mir zu klein. Das auch und das auch. Das ist das gleiche. Nee, Vogel nicht, Vogel nicht. Also, ich möchte zwei Karten haben. Dann würde ich sagen, ich nehme diese beiden Karten raus. Da, diese beiden. Die nehmen wir raus zum Einsteckern. Ja, diese Swirls sind wirklich nicht schön. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Die mag kein Mensch. Und dann habe ich hier noch Blumen. Es ist eine Last. Es ist keine Freude mehr. Also ganz ehrlich, ich habe so viele Jahre, ich war wirklich ein ganz treuer Lablanche-Kunde. Ihr wisst es, ne? Weil sie macht, ihre Sachen sind wirklich klasse. Ich mag sie sehr, sehr gern. Hier ist eine Rose. Aber man kriegt immer so wahnsinns viel in so einem Set. Und man kann es gar nicht, man kann es nicht aufbasteln. Herbasteln, besser gesagt, aufbasteln ist auch wieder so ein dämliches Wort. Also Petra, du hast sie nicht. Ah, mal eine Rose, eine Rose, eine Rose. Und, wartet mal kurz, blau nicht jetzt in dem Fall. Hier haben wir noch eine Magnolie, die mag ich sehr. Also hier ist noch eine Rose, eine weiße. White Lilie, so, wir haben schon so viel. Ist da noch mehr drin, ja. Es bleibt so viel über und es liegt alles in den Ecken rum, ne. Das ist einfach ekelhaft. Ganz ehrlich, es ist widerlich. Da ist eine schöne große Rose, hier auch, warte, hier. Und hier und hier. Okay. Die Schmetterlinge nehmen wir auch mal gerade raus. Zwei Schmetterlinge. Reißen wir uns aus dem Herzen raus. Wisst ihr, wie ich meine? Zwei Schmetterlinge. So, wir suchen jetzt zwei Rosen raus. Nicht so ganz Riebe. Ne? Zwei Stück. Zwei. Ne? Bedenke. Bedenke, dein Leben ist endlich. Zwei. Nicht jetzt wieder so viele. Die mag ich sehr, sehr gern, diese hier. Nehmen wir die und die? Nehmen wir die und die. Nehmen wir die und die. Da haben wir auch noch eine weiße. Ja. Die ist doppelt, sehe ich gerade. Okay, okay. Jetzt ist aber Schluss. Vier Stück. Ich reiße mir wirklich Bluten. Aus meinem blutenden Herzen reiße ich mir diese Sachen. Wirklich. Ganz ehrlich. So, das sind noch ganz alte von Anna Griffin. Ganz alte Schätze, die hier kaum einer kennt, wahrscheinlich in Deutschland, weil es die hier gar nicht gab. Sondern die gab es, soweit ich weiß, nur in Amerika und England. Bevor wir das auch mal wegstellen. Okay. Ja, ihr seht, ich bin hier am Krabbeln und am Krabbeln und irgendwas findet man immer. Guck mal, das sind meine alten Liebigkarten. Ich habe die mal aufgekauft bei eBay. Und ich liebe sie sehr, weil ich finde die einfach toll, weil die so schön altmodisch sind. Guck mal hier, ist das nicht herrlich? Lieb ich. Lieb ich Fleischextrakt. Seht ihr irgendwo eine Jahreszahl vielleicht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind sie alt. Guck mal, da haben wir also mit Kutsche und dann haben wir Pferde und nochmal Pferde. Mit der Kutsche können wir mit reinnehmen. Dann haben wir einen richtigen nochmal einen Stilbruch drin. Geht, geht, geht. Es geht. Glaubt mir mal, es geht. Und die Schmetterlinge sind natürlich richtig klasse, okay? Also was ganz Grelles von Farben, der würde gehen. Und der Blaue nicht so unbedingt, ne? Dann würde ich sagen, die beiden Schmetterlinge. Opfer ich, ja. Ich reiße mir da mein Herz in Stücke hier, ganz ehrlich.
Ich halte es nicht aus, mein armes Herz. Das sind so gemischte, ganz alte, kaputte. Aber ja, und dann war irgendwas nicht mehr lieferbar, habe ich bezahlt. Dann schrieb mich einer an, tut mir leid, ich habe schon verkauft, ist nicht mehr da. Ich sage, ja, ist egal. Dann schicken Sie mir doch einfach irgendwas Buntes. Daraufhin kriegte ich dann natürlich schöne bunte Sachen, ist ja klar, gell? Da, so Eingeborene damals, ne, da, lassen wir mal die Finger von, das nimmt dann wieder so falsche Wendung, wenn man sowas noch sagt. Also, warte, das muss auch mit rein. Ja, guck mal, wir haben wieder schöne Sachen hier rausgekrabbelt. Aber vieles ist zum Einstecken gedacht, ne, ist nicht zum, einen Moment. Das ist zum Einkleben. Wo ist denn jetzt die Rose, die andere? Ich hatte doch zwei Rosen. Eine habe ich schon vertüdelt, oder? Oh je, Petra. So ist das. Dann packe ich da immer so viele Sachen drauf. Hier, fehlt eine Rose. Hui, ja. Dann ist sie weg. Ich kann es nicht ändern. Dann ist sie weg. Was soll ich sagen? Sie ist weg. Die Rose ist weg. Wir haben jetzt hier was zum Einschiebern. Keine Ahnung, wo das andere Teil ist. Diese Sucherei bringt mich um Verstand, ganz ehrlich. Irgendwann sage ich nur noch Blaulicht, Blaulicht. Ich weiß nicht, wo der Kack ist. Da ist der Kack. So, da können wir denn sowas reintun. Das sieht toll aus. Haben wir noch was Kleines? Da ist die andere Rose. Hier ist sie. Ich habe sie. Ich habe sie. Sie ist nichts weg, ja? Nicht aufregen immer. Ist nichts weg. Okay. Warte. So. Jetzt muss ich erst das richtige machen. Ich werde irre mit diesem ganzen Zeug. Glaub mir das. Ich kann das nicht mehr lang. Lang kann ich jetzt nicht mehr. Dann drehe ich durch. Da, so den noch da drin. Jetzt halte ich ihn offen. Mache nichts anders wieder. So, den klemmen wir da unten rein und den klemmen andersherum. Bitte nicht ganz so nachlässig. Es könnte noch immer noch einer rein. So ist es nicht. Könnte noch immer einer rein. So, und den großen. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Petra, bitte. So, das klemmen wir so da rein, weil das sieht lustig aus. Ja. So, ruhig was Buntes. Ja, ruhig was Buntes. Ist noch keiner am Bund gestorben. Ja, ich kenne auf jeden Fall keinen, der dran gestorben ist. Auf jeden Fall keiner, der dran gestorben ist, läuft heute noch rum. So wollen wir es sagen, gell? Achso, ja, ich wollte auch noch stempeln. Ich finde das jetzt sehr schön hier mit diesem. Auf diese Rückseite könnte man dann sowas drauf machen, was weiß ist, auf die andere Seite, gell? Also ich glaube, mit den Stempeln kommen wir gar nicht mehr so richtig zum Zuge, oder was meint ihr? Da brauche ich mal eben, ich fange sofort an einzukleben, ich mache da gar nicht so ein langes Gehampe raus. Ja, das, was weg ist, ist weg. Ja, ich suche auch noch ein bisschen weiter gleich. Wie rum gehört das so rum? Kleben wir das so rum in die Ecke. Das finde ich sehr, sehr schön. So, das ist jetzt vorne. Dann müsste das andere jetzt hinten sein. Richtig. Genau. Ja, das Paket mit dem neuen Hebelschneider ist tatsächlich schon angesagt. Ist schon in der Zustellung für heute. Ich hoffe, es kommt bald an. Jetzt hatten sich sofort zwei gemeldet. Warte mal kurz, ich glaube, sollte ich lieber so rum machen vielleicht. Aber auch in der Hoffnung, dass ich diejenige, eine habe ich zugesagt, habe gesagt, wenn es nicht klappt, dann kriegt sie die andere. Mehr bleibt mir nicht über. Dann habe ich noch zwei. Also wir haben jetzt hinten und vorne haben wir was, ja. Es wäre jetzt schön, also wenn wir dann umgedreht vorne auch noch irgendwie was machen könnten. Hier ist toll, ne? Hier ist richtig klasse. Hier ist richtig Bohlen offen, gell? Machen wir den machen wir da rein. Genau. Dann verteilen sich die Blumen auch ein bisschen. Das von vorne, welche hat,
jeweils und ich habe es aufs Papier gekleppert. Ich habe es gesehen, ich habe es gesehen. Oh, ich habe es gesehen. Naja, so, weil ich morgen, wiederum gehört das, weil ich morgen früh einkaufen gehe, dann könnte ich es zur Post bringen. Aber die Menige hat sich leider bis jetzt noch nicht zurückgemeldet bei mir. So oft komme ich da nicht hin, liebe Leute, gell? So oft nicht. Das muss man bedenken können. Da kann ich nicht immer hinrennen. Naja, da müssen sie halt warten. Dann geht's. Wenn ich es bis morgen nicht habe, das Geld bzw. die Adresse, dann muss es bis nächste Woche warten. Dann geht's diese Woche nicht mehr raus. Dann geht's halt nicht so. Der musste, warte mal, ich gucke gerade, wie sich's gehört. Der gehört nach oben so, ne? Also, ja, muss ich vielleicht eben so machen. Die sind so, genau. Finde ich sehr, sehr schön. Guck mal, wirklich jetzt, ganz ehrlich. Sehr, sehr schön. So, dann haben wir noch die Mitte. Und wir hatten ja hier diese kleinen Blumen. Können wir die ausstanzen? Wir versuchen das mal. Ja, es geht. Ah, ich kann es nicht. Aua. Weiß nicht, ob ich die auch ausstanzen könnte. Das wäre sehr, sehr schön. Moment, muss ich es so machen, anders komme ich nicht zurecht. Mhm. Das ist sehr, sehr schön. Blümchen, 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 Blümchen. Ja, das müssen wir da so ein bisschen so ein in die Ecke reintackern, dass das so ein bisschen fester hält, ne? Ach, das kann man ja. Man hat's ja. Es ist ja auch nicht mehr im Normalfall, ich drehe und wende ja tausendmal die Seiten um. Also das macht man ja im Normalfall gar nicht unbedingt. So, wir haben zum Beispiel jetzt hier das Große mit der kleinen Blume und das Kleine mit der großen Blume. So könnten wir das aufteilen. So, ne? So. Nee, jetzt dreht sie es wieder falsch rum. Ich bin auch doof. Dann hätten wir hier so eine schöne rote Blume. Warte mal, kriegen wir das irgendwie so? Wie rum gehört das wohl? Kann man das erkennen? Nee, warte mal, so rum gehört es wahrscheinlich. Doch, aber ich müsste es dann so rum machen, damit es irgendwie klappen würde. So. Bin noch nicht ganz sicher. Ich überlege noch. Das weiß ich noch nicht. Das passt jetzt leider nicht sehr gut. Das weiß ich. Die muss ich mal zur Seite legen. Ich habe hier noch welche. Vielleicht kann ich da was mit anstellen. Wartet mal. Das wird mir jetzt besser gefallen. Das machen wir anders. Vielleicht kann ich das einfach halbieren, so ungefähr. Ja, ich versuche das mal. Vielleicht klappt das besser. Ja, ich bin noch am Tüfteln. Ihr seht, da bin ich noch nicht mit fertig. Das dauert auch noch eine Weile. Ich bin noch am Überlegen, also ganz. So, wir haben jetzt zwei. Aus eins macht zwei. Da ist nichts dabei. So, wir könnten jetzt daraus ein Cluster machen. Aber wie? So, so da dran. Und eine Spitze vielleicht. Ah, das sieht ja schön aus hier mit diesem hier. Ganz ironisch. Ui, müssen wir mal gucken, was ist. Ich möchte nichts verlieren so gerne. Gell? Das Bild ist definitiv so rum. Ich sehe das selber. Ja gut, irgendwas werde ich verlieren. Das ist halt so. Ne? Und eine Spitze brauchen wir noch. Ne? Ich überlege noch. Das Blatt brauche ich nicht. Das kann ich jetzt weg tun. Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich die... Wartet mal, ob ich da noch was reingeben möchte von diesen hier. Das wäre natürlich auch nicht so schlecht. Wir werden noch überlegen. Wir sind noch in der Findungsphase. Läuft noch nichts weg. Ja, für heute sage ich schon wieder Tschüss. Es ist nicht viel, was ich hier mache im Moment. Aber man muss sich auch die Zeit mal nehmen, dass man mal in Ruhe überlegt. So, dann haben wir noch diese wunderbaren Stempel. Die würde ich schon auch noch ganz gerne irgendwo unterbringen. Und diesen... Warte mal, ich mach mal zu, weil... Ein Moment, ich muss nur das irgendwie rausragen lassen und suche ich das hinterher. Ich überlege, ob ich diesen Stempel vielleicht hier irgendwie noch so reinstemple. So, sodass man da was reinschreiben kann. Sein Namen, sowas, ne? Oder sowas in der Art. Ne? Oder so ruhig, ne? Dann könnte der andere da drüber gehen. So, dieser finde ich nicht so schlecht.
Oder auf eine Karte mit einer anderen Farbe. Ich muss mal schauen, was ich mache. Ich weiß es noch nicht. Oder. Ihr wisst ja, die Schmetterlinge nicht vergessen. Ui, die muss ich weglegen. Die lege ich hier oben drauf. Und die Brille liegt. Dann weiß ich, wo es ist, gell? Ja, dies Geodere immer. Ihr wisst Bescheid, ne? Jetzt habe ich diese Stücke über. Die könnte man irgendwie vielleicht für die Schmetterlinge. Ich weiß nicht. Ich überlege noch. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es wirklich jetzt im Moment nicht. Okay. Tschüss, ihr lieben Leute. Für heute war es das. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Upsala. Ja, es ist im Moment so, dass mir wirklich wieder alles wehtut. Es fängt wieder an. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Ich mache alles langsam. Ich gönne mir Zeit und dies. Jetzt ist das natürlich immer förderlich, weil ich in der Küche hier sitze. Hier ist wirklich kalt. Also hier ist richtig affenkalt schon. Ja, es geht in die Knochen, die Kälte, ne? Muss man ehrlich sagen. Als man jünger war, hat man das gar nicht so bemerkt, ne? Da war es halt kalt und fertig. Aber jetzt merkt man, das geht in die Knochen und das fängt an, dann überall weh zu tun auch, ne? Das ist nicht sehr schön. Aber es ist, wie es ist. Wir wollen nicht meckern. Andere haben gar kein Dach über dem Kopf, ne? Wollen wir auch mal ganz ehrlich sagen. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Bye. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Kommt gerne wieder. Bis bald. Auf Wiedersehen. Passt auf euch auf. Auf Wiedersehen.